Hallöchen und damit herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Wieder mit dabei, der nackte Sponzi. Hallöchen! Und der Spitzhacken schwingende Extreme zockt. Moin moin! Ja, aua. Und wir werden heute aua. Nicht looten gehen, sondern unsere Bärenhöhle weiterbauen. Oh. Ja, Spaß für der aber. Ey, ja. Kitty hat gesagt, er will nicht mehr looten. Echt mal, ja, wir wollten eigentlich über Kitty, hat direkt gesagt, so nein, auf gar keinen Fall. Der Bärenpark muss gemacht werden. Ja. Hat der Kitty aber der auch Kitty irgendwie recht. Ja, aber trotzdem ist er schuld. Ja, das sowieso. Mhm, halt immer. Immer. So, mal gucken. Nein, meine Spitzhacke. Wo sind wir denn hier? Sind wir hier? Dann kann das Bärchen hier noch so rumgehen. Das finde ich ganz toll. Hier ist eine Riesenöhle. Und dann kann man noch nach Osten gehen. Ja, wenn ich noch einmal meine Spitzhacke jetzt runterwerfe, ne? Da habe ich es dreimal gemacht. Ich glaube auch langsam. Also ich denke mal, das ist so die letzte Finale. Ja, okay, gut. Ja, war Verwirrungsgänge, ne? Dies ist das letzte Finale, okay, gut. Nee, ich wollte sagen, das ist die letzte Folge, wo wir jetzt final am Bärenpark arbeiten werden. Ah. Denn ich denke mal, dann ist man so langsam soweit, schon die ersten Probeläufe des Ausfluges des Bärens zu machen. Dass er halt einfach mal gucken kann, sich mit dem Gehege anfreunden kann, ne? Muss man ja auch alles in Erwägung ziehen. Bärenpark Waldrode. Yay. ich bin gerade nur verwirrt. Ich bin noch am Überlegen, wo ich eventuell noch etwas Schönes konstruieren könnte in Sachen Nische. Das ist Bonti am Werkeln. Ich meine, immerhin macht er mal was. Ja, was ist los? Stehe ich nicht. Weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. ich komme um die Ecke und wer ist am Essen? Heimlich in der Ecke am Ende der Höhle. Ja, beim Spawnpunkt. Wie so ein echter Bär. Das ist unfassbar. Aber spoiler doch nicht. Ich der Bär bin. Kitty ist ein Bär. Ja. Spawn hat gerade alles kaputt gemacht. Kennt er seinen Namen? Kitty ist ein Bär. Ja. Mir fällt jetzt gerade kein Ort mehr ein, wo ich etwas Schönes gestalten könnte irgendwie. Oh, fertig. Ja, im Endeffekt so, es ist sowieso schon ziemlich verwirrend, das Ganze. Man hätte im Endeffekt das Ganze mit einem rechteckigen Rahmen mehr oder weniger mit Holz, also mit Woodframes am Außenrand abstecken müssen. Aber ich denke mal, dass das so jetzt vom Verlauf her eigentlich offensichtlich ist, vom Spawnpunkt aus zu den Leitern, nur die Zwischenwege sind halt wirklich sehr verwirrend. Ich werde mich da nie zurechtfinden. Das ist auch gut so. Das ist auch Absicht. Der Bär muss auch was. Ist ja nicht für dich, sondern für den Bär. Ja, ich meine, aber irgendwer muss den Bären ja auch runterbringen. Und ich habe mich eigentlich freiwillig dafür gemeldet. Wir haben gesagt, dass du den Bären runterbringst. Wir haben nie gesagt, dass du wieder rauskommen sollst. Der hat ja auch Hunger, ne? Definitiv. Extremes Futter. Ja. Extrem. Extreme Dinosaurs. Extreme Regal. Frei vom Preisverein. Richtig. Jo. Auf jeden Fall. Ach, ich buddel jetzt einfach hier. Keine Ahnung, wo ich hinkomme. Ja, ich gucke jetzt erstmal, dass ich die Gänge, die wir jetzt so haben, vielleicht mal stellenweise irgendwo mal ein bisschen breiter mache. Dann irgendwie so eine Nische zum Verstecken. Das ist irgendwie. Sowas wie hier? Hallo. Ja gut, ja sowas. Ich denke mal sowas ist okay. Ich bin versteckt, kannst mich gar nicht sehen. Entschuldigung. Ey, Bob, ey. Also es ist wirklich schon hier sehr verwirrend. Definitiv. Sich hier zurechtzufinden.
Das sieht gerade ein bisschen gruselig aus. Ja, vor allem mit deiner Brille. Spontys Brille ist sowieso der Knaller. Komm zu uns. Nein, mach deine Lampe wieder an, Kili. Sponti, mach mal deine an. Oh Gott. Ekelhaft. Warte, du stehst in mir drin. Was? Dein Ei stand nicht gerade vor dir. Ja, sieht ein bisschen aus, als wenn ihr von der MIB seid, ja? Okay, ich bin weg. Ciao. Nein, komm nicht weg. Ich glaube, ich stehe hier durch. Zum Glück sind wir gerade ganz woanders und haben damit nichts zu tun. Mit Killy, lass mich durch. Killy, das ist Belästigung. Eine Armlänge Abstand. Armlänge. Oh Mann. Ich verprügel ich dich. Haha, abgelenkt. Oh, ich habe mich verlaufen. Wo ist der Ausgang? Ich hab so Hunger. Und Durst. Ich hab gerade Essen gegessen. Ich hab so Hunger. Hallo. Guten Tag. Extrem. Ich möchte gesagt haben, dass ich schon seit längerem deine Schenkel bewundere. Ich finde das gerade wieder alles runtergefallen. Also, du bist hier ziemlich unsafe. Wollte ich nur mal so annehmen. Ja. Mhm. Achtung! Habt ihr Schaden gekriegt? Ja. Seit der ersten Folge, Kitty. Ja, seitdem du das erste Mal dabei warst, seitdem ich dich kennengelernt habe. Und von Tag zu Tag nehme ich immer mehr Schaden. Es hört einfach also seit auf. DBD. Ja. Es ist bestimmt nur eine Rumquatschfolge, ne? Weil wir wollten eigentlich gerne mit den Bären ausprobieren. Eigentlich jetzt schon. Das Problem ist einfach nur, wir hatten halt noch ein bisschen Organisatorisches zu tun und deswegen konnten wir es jetzt nicht direkt starten. Darauf hätten wir halt echt Lust gehabt, weil wir eigentlich darauf ja hingearbeitet haben. Richtig. Deswegen nicht wundern, wenn wir echt tatsächlich relativ rumblödeln. Das muss auch mal sein, ne? Ein bisschen mal Spaß haben miteinander, ne? Haben wir sonst ja nie. Da auch mal was Schönes zur Abwechslung. Deswegen, ja, einfach mal so, Tudu, und ich bin wieder verlaufen. Extrem! Du bist verlaufen. Das glaube ich dir sogar. Ich bin verlaufen. Okay, tschüss. Ich bin im Labyrinth zerlaufen. Aber jetzt, wo wir die Gänge auch stellenweise mal ein bisschen breiter gemacht haben, ist das auch echt mal ein bisschen übersichtlicher gerade. Ja, klar. Gerade Bären werden auch bekanntermaßen ein bisschen dicker. Vorausgesetzt, sie kriegen genug Futter. Mhm. Und da ist ein breiter Gang natürlich schon was Schönes. Ja, also die Zufuhr sollte schon in gespawnter Umgebung sein. Natürlich. Und alles im Rahmen des Parks erreichbar sein. Das also diese die breiten Gänge erinnert mich voll an Herr der Ringe. Was? Ah, erster Teil, wo der Balrog kommt. Ja, stimmt. In Moria. Geiler Film. Kann man nur weiterempfehlen. Habe ich mir übrigens jetzt auch nochmal alle Teile geholt, also alle Herr der Ringe Teile und der Hobbit Teile in einer Box. Okay. Hobbit habe ich leider noch nie gesehen. Was? Aus den ersten. Ja, ich kam nicht dazu, ich habe keine Zeit dafür. Ich bin nur arbeiten und wenn ich nicht arbeiten bin, bin ich aufnehmen? Ja, geht mir ähnlich. Aber trotzdem, das ist keine Ausrede. Dann kauft man sich einen Fernsehen. Killy, du bist. Killy, du bist. Sich den neben dem PC und guckt. Oder? Ja, okay, das ist ja auch noch halbherziges Gucken. Aber genau, wenn ich schon mal sowas gucke, werde ich es ja auch mitkriegen. Das war eh nichts mit. Auf jeden Fall war das Ganze spottgünstig für 20 Euro. Ja. Aber nicht Extended, sondern nicht Blu-ray. Also die waren ein bisschen teurer. Nicht Extended. Ja, aber so viel, also sind halt, ist halt Kinoformat, ne? Das, was halt im Kino lief. Kino war ja auch. Extended ist so viel besseres Zeug drin. Ja, schon hier und da an Stellen fehlt natürlich schon was, klar. Aber, das wäre halt sehr viel teurer gewesen im Blu-ray und ungeschnitten. Also, soll man nur Vid Extended kaufen, ja?
Nee, also ich kenne auch die ersten drei Herr der Ringe-Teile auch schon extended und ist halt wirklich schon viel mehr Bonusmaterial. Aber ganz ehrlich, man kann sich das auch ohne geben. Bloß wenn man die auf Extended geguckt hat und dann die Normalfassung, die Kinoversion guckt, dann denkt man, da fehlt was. Es fehlt auch eindeutig. Was sind ja, glaube ich, pro Teil irgendwie 15 Minuten, was zusätzlich dabei ist, ne? 30, eine halbe Stunde. Echt? So viel war das? Ich wusste es nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren es über 15 Minuten. Ja, ich glaube, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist es so langsam. Es ist so verwirrend und alles hier. Das reicht eigentlich schon, ne? Ich würde sagen, das reicht. Ja, das Ist auch jetzt echt mal reicht. genug. Ich denke mal, für den Bären reicht das vollkommen aus, weil ich verlaufe Natürlich. mich hier schon zehnmal drin. Ich weiß nicht, wie wir das handhaben sollen mit dem Bären, aber ich denke mal, das läuft so von selbst. Das ist so ein Selbstläuferprojekt. Guck mal, ich hab da jetzt was ganz, ganz Schönes für den Bären gecraftet. Ich möchte euch das zeigen. Damit der Bär sich auch richtig wohl fühlt. Ja. Wo bist du denn? Hier bin ich. Ey, stell ihn wieder zurück! Habe ich da gerade richtig gesehen? Stell ihn wieder zurück! Ein Heuballen. Ja, damit er auch ein bisschen, ne, Hat der was zum Kili aber jetzt Liegen schon hat. gegessen. Ja, richtig, ja. Geguckt, ob der essbar ist. Kili kann das nicht, ich habe da erstmal noch nicht gegessen. Den möchte ich jetzt hier verewigen. Immer wenn er was noch nie gesehen hat, isst er es direkt. Ja. Fliegenpilz. Ah, ist das schön. Guck mal, kann er sich hier schon hinlegen. Toll. Können ihn alle beobachten. Ja, und wir brauchen. Aber dann hierher, ne? Hier haben wir so einen schönen Punkt. Da muss er auch alles mit Heu voll. Alles. Ja, das ist der Bären-Spawn-Punkt. Die Totengrotte, Bärengrotte. Hier, ich bin der Bär. Jetzt erstmal wieder hier wegkommen. Eigentlich müssen wir den ganzen Boden jetzt mit Heu auslegen, oder? Genau, Viel überall in Spaß. der gesamten Höhle. Viel Spaß. Ich gönne meinem Bären keinen Luxus. Mein Bär ist ein Kämpfer. Ein Tiger ist er. Der braucht kein Heu. Ah, oh, er ist er! Niemals. Wollen wir noch ein paar Zombies jagen gehen? Ja, es ist eine ruhige Nacht, eine recht frische Nacht. Das ende ich. Zombies! Oh, Vogelnest. Was? Da sind Papa, sogar Papa hat Federn drin hier vor der Frühstück. Tür. Das ist ja irgendwie unglaubwürdig. Die spawnen. Ja, ich glaube auch, dass die spawnen. Das kann ja Die gar nicht alles spawnen jeden sein. Tag. Weil so nah vor der Tür und nach 73 Tagen glaube ich wohl kaum. Ganz ehrlich, die hätte Killi gefunden, vor allem wenn ein Ei drin ist. Ja, weil er hätte direkt das Vogelnest gegessen. Oh, guck mal, ein Vogelnest, war da Feder drin? Keine Ahnung. Guck mal, Papa, das sind Vögel. Wo Und hängt noch so eine Feder raus. Bist du dann selber? Papa hat gar keine Feder drin. Papa, das war ein Strauß. Feder? Zombies, wir sind hier. Unglaublich, ey. Da, wo die Base ausgeleuchtet ist. Zombies. Da, wo es so stinkt, wo das Monty hier entlang rennt. Wow, du wolltest dein Fleisch rechtzeitig gegessen hast. Hab ich Hunger? Warte, ich guck mal. Mal Natürlich ja so, ein Hunger. Du hast immer Hunger, Kelly. Nein, das bin ich. Yes. Scheiße, du auf die Kacke. Das sah gerade so aus, wie du gerade drauf wolltest und dann abgeprallt wärst. Nicht, dass ich dir das gegönnt hätte, aber ich hätte trotzdem lustig gefunden. Wir sind ja nicht schadenfroh, aber ein bisschen schon. Bin ich schadenfroh, ich freue mich nur über Schaden. Was ein Schaden. So, nochmal auf dem Balkonchen gehen. Nochmal eine kleine Rundtour. Guck mal, haben wir lange schon nicht gesehen. Mit Ja. allein sein. Stimmt, am Balkon habe ich jetzt mal fertig gebaut, aber irgendwie besucht haben wir den seitdem gar nicht mehr. Ah, ist das schön. Der Ich wurde möchte gerne frühstücken. halt nur gebaut. Oh mein Gott, Feinde! Aber ist das nicht meistens so, dass man Sachen nur baut, damit sie da sind? Ja, und nutzen tut man sie im Endeffekt irgendwie gar nicht. Ich fand den Balkon ja wirklich schön, bis auf das asymmetrische hier, aber gibt Schlimmeres, habe mich jetzt mittlerweile mit angefreundet. Dass es halt nicht so ganz symmetrisch ist. Ui.
Treffer, versenkt! Treffer, nicht versenkt. Der Ekrim ist mit dem Rücken zu mir ausgewichen. Das ist, ja, siehst du mal. So viel Skill habe ich. Dann kann das ja was im Bären-Event werden, du. Bären-Event? Ja. Pass auf, ich schub dir jetzt den Ekrim runter. Warte mal, Ekrim! Warte, ich baue ihn ab. Ach, du baust Ekrim ab, ja? Was? Oh mein Gott, der Engländer Ekrim, lauf! Das Boot ist doch Ekrim nicht. Wir hätten ruhig mit der Waffe zwingen können, raus, draußen zu bleiben, Ekrim. Ich trau keinem von euch, ihr seid alle verrückt. Kitty, wir trauen dir nur, wenn du jetzt Glas isst. Du stirbst. Kitty, ess Glas, es ist wichtig. Ich wollte nochmal so es ist fürs Team. Machen. Es ist fürs Team, Kitty, ess Glas. Ändere Blutung, nein. Kitty, ess Glas. Nein. Sei ein Tier, sei ein Tiger. Vielleicht lügen die ja auch. Das ist bestimmt eine versteckte Errungenschaft. Ich habe mir nochmal dein Abo-Klo angeguckt und nochmal die Schmiede insgesamt. Nochmal so durch alles so ein bisschen so mal grob durch. Ich meine, ist ja alles gute Erinnerungen, denn bald ist ja wirklich die Alpha 16 da. Dann kann man nochmal eine kleine Gefühlstour nochmal machen. Und sich nochmal alles ein bisschen anschauen. Ja, der Wasservorhang. Ja. Hype, ey, wer schließt sich da mein Klo ein? Ah, der Wasservorhang, der ist so schön. Guck mal, da kann man einfach so rein, so, ne, so Haare waschen. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Dein Klopapier haben wir am Wasser. Ah, das ist geil. Guck mal, du kannst sogar im Wasser sein, ohne nass zu werden. Ich bin Jesus. Büsche, finde ich, ist echt auch schön geworden. Ich hab euch echt mal so ausnahmsweise mal Mühe gegeben. Werde übrigens versuchen, in der nächsten Staffel auch wieder derartiges zu bauen. Habe ich schon mal festgestellt, also etwas so abonnententechnisches. Vorausgesetzt, die Staffel ist nicht nach einem Monat zu Ende. Tja, also wenn sich da was Wünsche oder derartiges dementsprechend ergeben, kann man dementsprechend auch was einbauen, wenn Abonnenten sich das wünschen. Warum nicht? Und wir haben was kann ich denn? Mehr oder weniger verraten, was wir auch bauen werden in der nächsten Staffel, ne? Also insgesamt jetzt als Konstrukt. Ein Raumschiff. Ja, genau. Richtig. Die Centerprise. Ja, richtig. Centerprise. Genau. Nee, also wir wollen ja definitiv etwas auf mehr oder weniger Stelzen machen. Wir haben auch schon ähnliche Strukturen im Kopf, wie wir das Ganze auch vielleicht verbinden können in Sachen Mine, in Sachen Sicherheit. Also vieles schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ja, die Umsetzung sieht man halt dann selber in der Alpha 16. Aber diesmal auch in einem anderen Ort wie jetzt. Ich meine, wenn wir jetzt mal ganz kurz auf die Map gucken, insgesamt. Wir sind ja jetzt hier auf dem Mittelstreifen über dem verbrannten Biom, über Gravetown direkt. Also beim nächsten Mal werden wir definitiv nicht direkt über Gravetown bauen, sondern es muss wirklich schon sehr viel... Hey, Tante. Sehr viel weiter weg sein. Guck mal hier, was ich in der Hand hab. Ist das ein Ei? Nein. War's Glas? Ich wollte ein Ei. Eigentlich gerade. Oh, ich bin in der Mine. Ja, die Mine, da waren wir eigentlich auch Ewigkeit nicht mehr, aber da haben wir auch gar keine Notwendigkeit mehr, in der Mine was zu machen. Ja, das war richtig. Hat man ja auch nicht mehr gebraucht, weil wir hatten ja soweit alles. Dass man sagen kann in Seven Days to Die, dass wir so viel mal hatten, dass wir den Luxus hatten, nicht in der Mine sein zu müssen. Ja. Und uns fast jede Folge beschwert haben, wir haben keinen Stein. Und alleine durch Looten etc. Und alles hat sich auch wieder Eisen gesammelt und dies, das. Dass wir eigentlich alles parat hatten. Ja, aber wir haben es eigentlich schon ganz gut gemacht, muss man sagen. Also wir haben das schon gut hingekriegt. Ja, vor allem, wenn man bedenkt. Man muss immer wieder bedenken, dass uns alles eingestürzt ist. Richtig. Das darf man nie vergessen, dass während der ganzen Geschichte hier der ganze Laden eingestürzt ist, im Berg rein. Also wer das nicht gesehen hat, muss es dringend mal anschauen. Ich glaube, das war sogar Folge 60, 70, Armageddon-Spezialfolge. Das war auf jeden Fall lohnenswert, also ist auf jeden Fall lohnenswert, das mal zu sehen, wie es im Endeffekt, oder ganz am Anfang ganz gerne mal sehen, wie es am Anfang einfach nur ein Berg war, gar nichts hier war, dann halt Armageddon alles eingestürzt ist und was wir jetzt wieder draus geschaffen haben, das ist ja schon, also muss ich ja auch mal sagen, Hut ab an uns selbst, definitiv. Richtig,
Wenn wir bedenken, dass wir am Anfang noch im Krankenhaus Unterschlupf suchen mussten, weil wir sonst nichts anderes hatten. Ja, wir hatten ja nichts. Damals waren wir mittellos. Ja, und heute haben wir lose Mittel. Also muss man sagen, wir haben ja schon einiges aufgebaut. Es hat ja ewige Stunden gedauert. Ja. Wir sind ja wirklich viele, viele, viele Stunden. Und ihr seht ja nur die Folgen. Wir machen ja teilweise auch noch zwischen den Folgen. Was heißt, wir warten dann, bis irgendwas fertig gecraftet ist. Oder bauen noch ein bisschen was ab an Stein in der Mine und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ja dann nochmal ein paar Stunden pro jeweiligen Aufnahmesession noch dazu gemacht. Und dementsprechend kann man schon sagen, das ist ja auch schon anstrengend, gerade immer um die Uhrzeit. Ne? Wir gehen auf die Uhr, wir haben es gleich wieder 1 Uhr nachts und das nur, weil wir heute etwas früher anfangen konnten als sonst. Also dementsprechend ist es wirklich auch teilweise sehr, sehr ermüdend. Und trotzdem haben wir es hingekriegt. Und das war ein Headshot! Hast du gesehen, Junge? Nein, hast du keine gesehen. Ich will ja sagen, Brass, ich hab's gesehen, aber ich hab's nicht gesehen. Nein! Gut, und mit diesen Worten würde ich sagen, wir beenden hier die Folge. Ja. So. Wo höre ich denn hier noch einen Zombie? Weiß ich nicht. Und falls ihr die Sicht vom Spotty sehen wollt, wie er unten die Bärenhöhle verbessert hat, verschönert hat und Zombies geheadshottet hat, dann schaut in der Videobeschreibung, dort ist sein Link. Und natürlich auch vom Extreme. Bei ihm könnt ihr dasselbe sehen, außer das Headshotten. Kann er nicht. Gut, und ich würde sagen, wir sehen uns dann in zwei Tagen bei einer neuen Folge 7 Days to Die. Tschüss. Oh geil, ist mir nichts runtergefallen.